Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der vierte Urlaubstag hier im Kroatien Sommer 2019 und ich habe wieder ein paar Aufnahmen hier über diesen Tag gesammelt. Leider nicht so viel wie in den letzten zwei Videos, aber ich hoffe trotzdem, es wird euch gefallen. Also viel Spaß! So, vorhin habe ich noch eine Termitenkolonie gefunden. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, Termiten gehören zu den Schaben, also zu den Schabentieren, beispielsweise auch wie Gottesanbeterinnen und sowas halt. Ja, das sind halt keine Ameisen. Ameisen haben beispielsweise drei Körpersegmente und Termiten nur zwei. Das ist beispielsweise ein Unterschied. Und in einer Kolonie gibt es natürlich auch unterschiedliche Größen. Und das ist jetzt nicht irgendwas wie mit Soldaten. Also Soldaten gibt es da schon, aber nicht Mino, Medi und Mario, sondern hier eine ganz kleine Termite, eine Baby-Termite sozusagen. Ja, wie bei den Schaben wachsen die, wie es bei Ameisen nicht der Fall ist. Also Ameisen, die kommen ja, schlüpfen aus dem Ei, werden zur Larve, werden dann als Larve größer, werden dann gefüttert, werden die irgendwann zur Puppe und aus der Puppe schlüpft dann irgendwann die fertige Ameise, die auch nicht mehr größer oder kleiner wird, also nicht mehr wächst. Genau. Und bei Termiten ist das so, dass die trotzdem noch wachsen. So, das Schwarze hier ist wahrscheinlich der König. Die Königin ist dann wahrscheinlich auch in der Nähe. Und wir sehen hier, was für eine Masse ich schon gefunden habe. Ja, Königin und König sind beide hier an dem Ort. Diese zwei schwarzen Dinger nebeneinander. Der Gast da, der dicke hier, ist von der Königin. Und daneben war gerade noch der König. Naja, der hat sich jetzt auch versteckt. Ja, auf jeden Fall habe ich beide. Und ich werde die jetzt aber auch in Ruhe lassen und hier das größere Holzstück drauflegen. Das ist das Holz aus dem Ast, wo sie drin waren. So, als nächstes habe ich eine Camponotus-Art wahrscheinlich gefunden. Das war eine Kolonie wieder an irgendeinem Ast. Und ja, da waren relativ viele drin, aber ich konnte leider nicht alle nehmen, also nicht alle einfangen, weil mehr als die Hälfte ist jetzt irgendwie geflohen. Und das sind jetzt hier nur noch ein paar Arbeiterinnen in diesem Ast drin. Und ich konnte die Königin glücklicherweise auch noch fangen, die ist dann jetzt auch noch drin. Und dann sind hier noch viele Puppen drin. Naja, ich nehme sie auf jeden Fall mit. Und schaue, ob ich eventuell später noch, falls ich neue Reagenzgläser kriege, die dann auch in ein Reagenzgasnest umziehen kann. Und eventuell noch ein paar Arbeiterinnen der Kolonie einfangen kann. Hier melken Krematoras das gute Laris gerade Blattläuse. Ich versuche es gerade scharf drauf zu bekommen. Ja, so geht es einigermaßen. So. Hier habe ich auch was Neues gesehen und zwar habe ich hier zwei Ratten in dem Baum herumhüpfen gesehen, sitzen sehen. Vielleicht sieht man das ja später noch etwas, gerade ist es wahrscheinlich ein bisschen, ja, gerade hat man es wahrscheinlich gesehen, wie sie da weggehüpft ist. Ja, mal was Neues, dass da die zwei Ratten im Baum sitzen hier. Ich versuche schon eine etwas größere Raupe über die Straße zu kommen, schnellstmöglich. Rum ist da anscheinend zu langsam für. Und dann sind wir jetzt gleich, wie die hier wieder ins Gebüsch hopst, sozusagen. Ja, und jetzt ist sie dann auch gleich drin. Genau. So, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Das ist hier übrigens eine Camponotus vagus Arbeiterin.